Mein heutiger Europatag durch Sachsen-Anhalt führte mich zunächst an die Edeka-Kasse in Stendal. Dort habe ich viel gelernt über regionale Produkte, aber auch über Bioprodukte und Fairtrade-Produkte, die mir besonders am Herzen liegen. Und das Geld, was ich an der Kasse eingenommen habe als Morgenpraktikant, das wurde an die Borkhardt-Stiftung zu Stendal gegeben. Und diese Stiftung arbeitet mit Behinderten und hat Wohnprojekte. Und es wurden über 500 Euro heute übergeben. Nach dem Besuch der Borkhardt-Stiftung, die eine sehr gute Arbeit vor Ort macht, sah ich junge Fußballerinnen und war bei einem Streetworker-Fußballprojekt bei Lok Stendal. Dort gibt es Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und dort habe ich Fairtrade-Bälle überreicht. Anschließend war ich beim Direktvermarkter Stallbaum, die Obst beispielsweise für das Schulobstprojekt aus regionalem Anbau in die Schulen geben und habe mich dort umgesehen, wie Direktvermarktung vor Ort in Stendal funktioniert. Anschließend ging es zur Europa-Mitgliederversammlung in Stendal und dort freue ich mich, dass ich ein sehr gutes Ergebnis bekommen habe für die Nominierung für die Landesentscheidung dann zur Europawahl, wer bei uns Kandidat in Sachsen-Anhalt wird. Insofern ein voller Tag und begleiten Sie mich weiter auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram und Facebook. Bis morgen. Tschüss.